Jozsef Szájer als nacktes Lego-Männchen oder Szájerman, der neue ungarische Superheld. Der Skandal um den konservativen ungarischen Europaabgeordneten, der nach einer illegalen schwulen Sexparty in Brüssel versuchte, über eine Regenrinne abzuhauen, ein gefundenes Fressen für das Netz. In den regierungsnahen Medien Ungarns hingegen war die ganze Sache an diesem Mittwoch eher kein großes Thema. Hier ging es wieder einmal um George Soros, den Lieblingsgegner von Regierungschef Viktor Orban. Regierungsmitglieder versuchten derweil, den Journalisten zu entkommen. Nach ersten Versuchen der Presse am Morgen hat die Polizei den Eingang des Büros des Regierungschefs abgeriegelt. Daher konnten Journalisten den Regierungsmitgliedern nach dem Kabinettstreffen keine Fragen stellen. Die Politiker gingen einfach zu ihren Autos und fuhren davon, ohne anzuhalten. Am Mittwochabend hat Regierungschef Orban die Sache um seinen Fidesz-Parteifreund dann doch angesprochen. Szájers Handeln sei inakzeptabel für die Partei, er werde sie verlassen. Mit Blick auf den Umstand, dass Szájer zu den Gründern von Fidesz gehört, sagte Orban aber auch, 30 Jahre Arbeit würden nicht vergessen werden. Der Skandal ist insbesondere wichtig für die LGBT-Gemeinschaft im Land. Immer wieder haben sich Mitglieder der Regierungspartei abfällig über homo- oder transsexuelle Menschen geäußert. In der Fidesz-Partei gibt es ganz unterschiedliche Leute und das gilt auch für die Wähler. Man kann da keine klaren Linien ziehen. Man kann nicht einfach Leute aus der Nation oder der Gesellschaft ausstoßen, deren sexuelle Lebensweise oder sexuelle Orientierung von der Mehrheit abweicht. Wir hoffen, dass die Regierung realisiert, dass LGBTQI-Menschen ein integraler Bestandteil der Gesellschaft sind und sie keinen Hass gegen sie verbreiten dürfen. Szájers Fidesz-Austritt ist ein weiterer Schlag für die Partei. Vor anderthalb Jahren war die Mitgliedschaft in der EVP suspendiert worden. Dann verlor Orban mit Peter Gottfried einen seiner wichtigsten Berater zur EU-Politik. Nun Szájergate. Alles deutet in eine Richtung. Die Fähigkeit politischer Einflussnahme hat für Fidesz zuletzt abgenommen, was ein schlechtes Ergebnis für Ungarn ist. Szájer selbst räumt die Teilnahme an der Party ein und verzichtet auf sein Mandat als EU-Abgeordneter.